Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute schon wieder Star Stable Online, Leute. Ich wollte heute eigentlich ein anderes Video filmen. Dadurch, dass das Star Stable immer noch so ein bisschen rumbuggt, als ich mich gerade eingeloggt hatte, war plötzlich mein Welschpony weg und nach dem weiteren Einloggen war es wieder da. Das heißt, ich möchte jetzt in den nächsten 2-3 Tagen keine Starcoins ausgeben, weil, bin mir nicht ganz sicher, Leute. heute zeige ich euch die Pferde, die ich gerne austauschen würde. Entweder in eine andere Farbe von der gleichen Rasse oder eventuell sogar in eine komplett andere Rasse und natürlich dann automatisch auch eine andere Farbe. Ich habe darüber schon einige Male sowohl in meinen Streams gesprochen, als glaube ich auch in meinen Videos. Ich glaube vor allem diesen Videos, die ihr so gerne guckt, so Pferde, die ich nie reite und Pferde, die ich bereue gekauft zu haben. Das ist ja schon ewig lange her, dass ich das Video gemacht habe. Ich finde es auch immer noch unglaublich. Ich sage das ganz, ganz oft dazu, dass es mittlerweile so viele deutsche YouTuber auch gemacht haben. Es ist bisschen surreal, Leute. Kommen wir zum ersten Pferd, Leute. Es war dringend und zwingend notwendig, dass dieses Pferd da ist, weil es war einfach weg. Ihr kennt Redberry. Redberry ist ein Welschpony und ich glaube, es ist überhaupt keine Überraschung, dass er in diesem Video als erster vorkommt. Leute, ich habe mir immer gewöhnt, dass er ein anderes Welschi war. Viele schreiben jetzt wahrscheinlich, warum hast du dir dann nicht das andere Welschi gekauft? Leute, weil es das damals nicht gab. Die Welschponys, ihr wisst, ich reite wahnsinnig gerne mit... Oh, hier... Sugar steht im Weg. Sugar, warum bist du nicht aufgeräumt? Moment, lasst uns kurz die Sugar aufräumen, sonst steht die jetzt bei jedem anderen auch im Weg. das gab es damals noch nicht. Und zwar, ich habe ja diesen wunderschönen Flexen, den ganz, 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 ganz viele Leute damals gekauft haben. Aber ich war nie wirklich glücklich, Leute. Er ist auch in meinem Video, wo ich bereue, die Pferde gekauft zu haben. Und ja, es tut mir mittlerweile auch so ein bisschen leid, dass ich ihn so bereue, weil er ist eigentlich schon ganz süß. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, seit meinem letzten Video reite ich ihn tatsächlich auch gerne. Ich finde ihn echt mega süß. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, wenn ich tauschen könnte, Leute, dann würde ich ihn eintauschen. Und zwar in dieses Pferd. Dieser Tausch sollte keine Überraschung sein für euch, falls ihr ja meine letzten Videos gesehen habt. Ich hatte ja meinen Welschpony rausgeritten und da hatte ich ja gesagt, wenn ich könnte, würde ich tauschen. Daher übrigens auch die Videoidee, Leute. Und ich würde es natürlich für dieses Welschpony eintauschen. Ich finde dieses Pony so mega süß. Es ist schokoladenfarben, es ist einfach nur mega niedlich. Es kam damals raus, relativ spät, Leute, da waren die anderen Welschponys schon ewig lang draußen und ich dachte mir, why? Warum kommt das so spät? Ich hätte es so gerne, aber Leute, 790 Starcoins damals für ein Pferd, das nicht schnell ist. Es war so langsam, dieses Welschpony. Das war einfach zu teuer. 790 Starcoins. Ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt jemanden schon mal gesehen habe mit diesem Welschpony. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil das hat keine Werte. Leute, 1 auf Ausdauer. Darauf kann ich... Wenn ihr wisst, was ich meine, ne? Ja, ja. 1 auf Ausdauer ist gar nichts. Die Welschponys haben keine Werte. 790 Starcoins ist viel zu teuer. Und deswegen habe ich die kleine Maus nie gekauft und würde tauschen, wenn Star Stable das anbieten würde. Zurück im Stall angekommen, rocke ich übrigens immer noch mein mega süßes Spirit-T-Shirt. Es hat nichts mit dem Video zu tun, Leute. Mir fällt es gerade auf. Es ist einfach so Zucker. Ich kann mich gerade noch nicht trennen von meinem Spirit-T-Shirt. Es tut mir leid. Das nächste Pferd steht gleich hier nebenan. wie positiv, dass es gleich nebenan steht, Leute. Und zwar ist es Blue Phantom. Jeder würde jetzt sagen, what? Was ist los mit dir, Sandy? Du liebst doch Blue Phantom. Phantom eigentlich? Ja und nein. Von allen Leuten wird wahrscheinlich die Blackie wissen,
welches Pferd ich tauschen würde. Schreibt mir jetzt in die Kommentare, Leute, beim Welschi war es super einfach, oder? Da müsstet ihr nur ein Video gucken von mir und wisst, welches Pferd ich tauschen wollen würde. Schreibt mir jetzt in die Kommentare, welches Pferd glaubt ihr, dass ich haben wollen würde, was ich eintauschen würde für Blue Phantom. Blue Phantom ist mega süß. Ich bin auch super zufrieden mit ihm. Es ist nicht so, dass ich sage, ich würde Blue nicht wieder kaufen oder so. Ich glaube zumindest wirklich nicht. Ich reite ihn jetzt nicht so mega krass gerne, Leute. Aber es gibt ein Pferd, für das ich Blue Phantom eintauschen würde. Und das ist dieses hier. Bevor ich euch dieses Pferd zeige, würde ich mich natürlich wahnsinnig über einen Like oder einen netten Kommentar von euch freuen, Leute. Ich denke, dass dieses Video mega viele Dislikes bekommen wird, weil einfach die Leute andere Meinungen nicht gerne akzeptieren wollen, hätte ich mal gesagt. Und ganz, ganz viele nicht verstehen werden, dass ich meine Pferde nicht hasse oder so, sondern dass ich sie einfach nur in ein anderes Pferd eintauschen würde, wenn ich die Möglichkeit hätte, weil einfach Starcoins nicht unendlich sind. So, jetzt aber! Habt ihr es erraten? Welches Pferd es ist. Es ist natürlich eins der neuen Kleids, Leute, weil sonst hätte ich mir gleich das Pferd, das ich gerne gehabt hätte, gekauft. Und zwar ist es der Rosenschimmel. Ich hatte länger überlegt, ob ich mir den Rosenschimmel extra noch dazu kaufen soll für 750 Starcoins. Ich habe mich dann dagegen entschieden, weil ich die Clydesdales einfach nicht so häufig reite. Ich finde es mega schade, dass er im zweiten Rutsch reingekommen ist und nicht im ersten. Glaube ich, wäre er bei mir eingezogen, Leute, aber wir wissen selber, ich möchte und kann einfach nicht warten, wenn neue Pferde rauskommen, dann möchte ich die auch haben, dann möchte ich gerne eins haben, eins reiten, ausprobieren, wie sie in den Championaten sind und so weiter. Und sehr, sehr schade, dass die kleine süße Maus hier als zweites reingekommen ist, sonst hätte ich sie gekauft und nicht meinen Blue. Könnt ihr euch noch an mein Video erinnern, Pferde, die ich bereue gekauft zu haben? Hier ist ein zweites Pferd. Es tut mir leid. Leute, es ist natürlich klar, dass einige Pferde, die ich bereue oder mein Bereue gekauft zu haben Video vorkommen, hier in diesem Video vorkommen, denn es sind ganz viele Pferde oder ganz viele Pferde, voll übertrieben, Sandy, aber so bin ich, ne? Ich bin komplett übertrieben. dass ich die bereue, aber nicht, weil ich die Rasse nicht mag oder weil ich die Pferde hasse oder so, da hatte ich ja einige Hate-Kommentare bekommen. Leute, ich hasse überhaupt keine Pferde in SSO, ja? Also ich mag vielleicht manche nicht so gerne. Aber, Raspberry Ace ist einer der Pferde, die ich gekauft habe, und danach habe ich mir gedacht, why? Warum, Sandy? Und der Grund ist, dass diese Mustangs ewig teuer sind. Leute, wenn die Mustangs irgendwie, weiß ich nicht, wie viel kosten würden, dann hätte ich es gar nicht bereut, dann hätte ich mir das andere Pferd, das ich eigentlich auch gern gehabt hätte, einfach gekauft, weil whatever, ne? Whatever, macht ja nichts. Man könnte natürlich sagen, man kann sich neue Starcoins kaufen. Ja, Leute, aber wir sind leider nicht reich. Ganz im Gegenteil, wir haben leider nicht so viel Geld. Ich bin alleinerziehende Mama. Und dadurch kann ich mir nicht unlimitiert Starcoins kaufen. Und deswegen, ja, war Raspberry immer einer, den ich bereut habe. Mittlerweile muss ich sagen, ich bereue ihn nicht mehr, weil er ist schon süß. Mit seinen blauen Augen und seinem Tobiano, er ist schon sehr, 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 sehr süß. Leute, wenn ich ihn aber eintauschen könnte, und darum geht's in diesem Video, es geht nicht darum, dass ich die Pferde nicht haben will oder so, sondern wenn ich sie eintauschen könnte, wenn ich Ace eintauschen könnte, dann würde ich ihn für dieses Pferd eintauschen. Und zwar ist es dieser Mustang in der Farbe Buckskin. Ich wollte ihn irgendwie immer haben. Ich kann euch nicht sagen, was mich da geritten hat, dass ich den anderen genommen habe, weil irgendwie wollte ich lieber den, oder gab es den irgendwie später. Leute, ich kann mich nicht mehr wirklich erinnern, wie es war. Es ist schon mega lang her. Wenn ich meinen Ace für ein anderes Pferd eintauschen könnte, dann wäre es diese Maus. Sie ist, wie gesagt, auch in der App. Aber Leute, die Mustangs sind einfach mega teuer. Mit 949 Starcoins, glaube ich, sind es. Und ich habe gesagt, ich kaufe mir nicht noch einen Mustang, weil ich habe genug Mustangs. Aber diese kleine Maus hätte ich tatsächlich schon immer noch gerne im Stall gehabt. Aber ja, Leute, man kann einfach nicht alles haben. Und ja, ich weiß. Es ist ein bisschen repetitive, Leute. Aber das nächste Pferd, das ich gerne hätte, ist zu teuer, dass man ein Pony daraus macht. Und
aus dem Grund habe ich einfach zwei Ponys daraus gemacht. Denn mit zwei Ponys könnte ich mir das Pferd, das ich mir wünsche, kaufen. Denn die nächsten zwei, weil die Ponys zähle ich zu einem, sind Pferde, die ich nicht in die gleiche Rasse eintauschen könnte, sondern ich müsste die verkaufen, um mir eine neue Rasse zu kaufen. Und hier haben wir einmal Mini Pirate und einmal Storm Princess. Das sind beides Ponys und vor allen Dingen Mini Pirate finde ich mega, mega süß, Leute. Aber beide Ponys zusammen kosten 700 Star Coins. Und, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Storm Princess, glaube ich, hat auch damals 350 oder so Star Coins. Vielleicht sogar 450. Bin mir nicht mehr ganz sicher, Leute. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was haben die Ponys früher gekostet? Ich bin mir nicht ganz sicher, Leute. Aber auf jeden Fall ist es so, dass wenn ich diese beiden Ponys nicht gekauft hätte, theoretisch, in der Theorie, Leute, dann könnte ich mir dieses Pferd kaufen. Auf Südhof ist nicht nur ein Pferd, das ich eintauschen würde, sondern sogar ein zweites, Leute. Und ich möchte auch die Schweine. Ich möchte sie alle haben. Hallo. Tut mir leid, ich bin heute ein bisschen strange. Aber ich hätte wirklich gerne so ein Schwein, das neben mir mitläuft. Stellt euch mal vor, so ein kleines, süßes, geflecktes Schweinchen, das neben uns herläuft. Und wenn wir es in die Tasche packen, dann guckt so raus mit seinem kleinen Schweinchen da. Ich... Ugh, mega süß. Das Pferd, das ich eintauschen würde gegen zwei, nicht ein, sondern zwei meiner Ponys, ist diese kleine Maus hier. Sie ist zuckersüß. Ich habe sie nicht gekauft, weil ich Tippi lieber haben wollte und dann wollte ich Poppy lieber haben. Und ja, ich halte sie aber trotzdem sehr, 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 sehr gerne, weil ich sie so knuffig und süß finde und mit ihren blauen Augen und ich... Es ist so mega schade. Sie kostet auch nur 700 Star Coins. Oh, sie kostet 700. Hey, das passt ja perfekt. Zwei Ponys für 350. Dann könnte ich mir astrein mein kleines Cribello-Stütchen kaufen. Mega cool. Sie ist es. Bitte Star Stable, könnte ich zwei meiner Ponys hergeben und dafür diesen süßen Assateague Cremello haben? Bitte? Bitte? Das letzte Pferd ist, glaube ich, auch nicht wirklich so eine große Mega-Überraschung, Leute. Und zwar ist es mein NSK Ashblood. Hier geht's auch wirklich gar nicht darum, dass ich den Ashblood nicht mag, weil ich finde ihn super süß und ich habe ihn auch wahnsinnig gerne gekauft. Er ist niedlich und ich reite ihn tatsächlich nicht oft, aber wenn ich ihn reite, reite ich ihn eigentlich sogar sehr, sehr gerne. Aber Leute, seine Farbe ist ähnlich wie das Pferd, das ich gerne für ihn hätte. Und ich habe vier NSKs, Leute. Wer im Leben braucht vier NSKs, die ich eh nicht reite? Ich reite keine NSKs. Ich weiß nicht, was mir eingefallen ist dabei. Keine Ahnung. Ich habe mein erstes NSK schon kaum geritten. Und dann habe ich drei weitere NSKs gekauft. Ja, warum eigentlich? Und Leute, ich würde jetzt Ashblood nicht hergeben oder so. Gar nicht, überhaupt nicht. Wenn ich ihn aber eintauschen könnte. Und ich sag das nur deswegen, weil ich habe vier NSKs und von den vier NSKs würde ich ihn am ehesten eintauschen. Es klingt so fies, Leute, es klingt so fies. Aber ihr dürft es nicht so ernst nehmen, Leute. Ne? Weil man kann keine Pferde in Star Stable eintauschen und ich habe alle meine Pferde lieb. Und bitte keine Hate-Kommentare, weil er ist süß und ist niedlich und ich habe gerne die... Weiß ich nicht, was er gekostet hat. Ich glaube 750 Star Coins, Leute. Gezahlt für ihn, weil er ist knuffig und eines Tages werde ich ihn auch ausleveln. Er wird wahrscheinlich das einzige NSK sein, das ich jemals ausleveln werde, weil er ist schon Level 11. Yes, Level 11. Wuhu. Okay, er kam mit Level 10 ins Spiel, aber... Who's counting, ne? Who's counting? Auf jeden Fall, wenn ich ihn eintauschen könnte für ein Pferd, dann wäre es für dieses. Und welches Pferd ist es, das ich als letztes quasi eingetauscht hätte, eingetauscht wollte? Hä? What? Was ist los? Leute, das Pferd, das ich gerne bekommen würde, statt meinem Ashblood, ist dieser kleine Mann hier. Ihr kennt ihn ja aus der Quest mit Rania und ich fand ihn immer mega, mega süß. Er kostet 810 Star Coins und ich habe keinen einzigen Haflinger. Stellt euch das mal vor. Ich habe gar keinen Haflinger. Ich habe nie einen Haflinger gekauft und ich wollte ihn immer gerne haben, nur ich weiß nicht, er ist auch nicht mal wirklich ähnlich zu Ashblood, aber ich habe einfach schon vier NSKs und ich persönlich habe dann gesagt, okay, ich kann es mir einfach nicht leisten, mir jetzt dann noch einen Haflinger zu kaufen, weil früher habe ich mir keine gekauft, weil die sind ja viel eher rausgekommen, aber wenn ich mich entscheiden könnte, dass ich
eines meiner NSKs tausche, dann würde ich mir den kleinen Mann hier kaufen, weil ich finde ihn so mega süß. Die hellen Hafis gefallen mir auch super gut und ich glaube, wenn es soweit wäre, dass ich sage, ich möchte meinen Haflinger kaufen, wüsste ich tatsächlich gar nicht, welchen ich kaufen würde. Eintauschen gegen meinen Ashblatt würde ich aber diesen hier. Dann war's auf jeden Fall von diesem bisschen strange Video, Leute. Ich hoffe, ihr habt irgendwie die Intention dahinter verstanden, dass ich einfach gern ein paar Pferde eintauschen würde für andere Pferde. Weil kein Geld und so, Leute. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen. Über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!